die Maskenpflicht fällt bei Finnair. Die USA, und zwar das DOJ, Department of Justice, sich nicht ganz so happy über das Gerichtsurteil aus Florida und will jetzt doch dagegen ankämpfen. Und dann haben wir für euch natürlich noch einen Deal des Tages, den ich heute jetzt mal reinschiebe. Wollte euch eigentlich gerne eine Sendung machen, aber dadurch, dass ich noch 2 Stunden warten muss, dass hier was passiert, die Sonne gerade herrlich untergeht, habe ich gedacht, machen wir noch schnell eine Sendung für euch. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meinungen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Hier jetzt live aus Helsinki. Und zwar haben wir auch wie immer heute den Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Kommentar dazulassen und vor allem ein Like für den Algo. Ja, die US-Regierung hatte sich zuerst dazu entschieden, dass man gesagt hat, ja, Florida, was die Richterin da gesagt hat, das ist halt so, nehmen wir hin. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Warum? Ganz einfach, weil das CDC, also das Center of Disease Control, gesagt hat, nee, die Maske macht Sinn, die Maske solltet ihr haben. Ich gucke auf die Kamera, weiß gar nicht, warum ich mal angucke. Die Maske solltet ihr anhaben, weil es einfach wesentlich besser ist. Insofern, ja, will man dagegen vorgehen und jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert. In den Zügen und so weiter wurde das direkt umgesetzt. Ich selber bin ja von Los Angeles gestern losgeflogen nach Stockholm und dann weiter nach Helsinki. Also insofern, da ist das Thema in meinen Augen gut gehandelt worden. TSA hat es also nicht mehr durchgesetzt, aber auf dem Flug mit der Finnair, da gab es die Maske. Auf dem Flug von der Finnair nach Stockholm gab es dann die Überraschung, da habe ich eine Pressemitteilung gekriegt, die offizielle von Finnair, dass man ab dem 25. diesen Monats, das ist der Montag, auf keinem Flug mehr eine Maske tragen muss, es sei denn, es ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Das heißt also, man ist maskenfrei. Und das Originalzitat will ich euch nicht vorenthalten. As of 25th of April, customers and crew are no longer required to wear a face mask aboard Finnair flights unless it is specifically required by the authorities or of the destination of the origin country. Also insofern, or origin country, also entweder in das Land, wo man reinfliegt oder wo man herkommt. Also das ist ganz einfach. Ja, man hat das auch schon an Bord gemerkt. Die Crew hat es am Anfang relativ durchgesetzt. Da gab es auch in der Economy Class einen, der da so ein bisschen Stress gemacht hat. Ich hatte das gehört, weil ich in der letzten Reihe Business Class gesessen habe. Aber dann auf einmal irgendwann halbe Flugzeug ohne Maske, hat dann keinen mehr interessiert. Sind Leute sogar ohne Maske von Bord gegangen. Also das Thema ist durch. Auch hier einfach unten kommentieren, was ihr davon haltet. Inwieweit ihr sagt, hey, das mit der Maske, das ist von vorgestern. Das ist so 2021. Also das muss weg. Oder sagt, nee, die Maske muss bleiben. Also insofern schreibt unten in die Kommentarspalte rein. Ein Thema, was wir schon öfters hatten, ist Lufthansa und die Boeing 787. Lufthansa hat ja so einen Schnapper machen können mit ein paar Boeings, die sie gekauft haben. Aber man hatte ja letztes Jahr auf Dezember gehofft, dann hat man irgendwas von April gefaselt. Jetzt ist es mittlerweile auf Juli. Das heißt also, man ist jetzt vom letzten Quartal letzten Jahres übers erste, zweite, jetzt bis zum dritten Quartal Juli gewesen. Reuters hat gesagt, dass man den wichtigsten Fluggesellschaften und auch den Zulieferern mitgeteilt hat, dass die Flugzeuge jetzt endlich vom Hof können. Man hat 187er, die da stehen, die man nicht los wird. Und ja, die Hoffnung der Lufthansa aufs zweite Quartal, Hoffnung stirbt zuletzt. Also die kommt halt nicht. Und warum? Ganz einfach, weil natürlich die FAA jeden Flieger per Handschlag verabschieden möchte. Und da ist natürlich die Lufthansa auch dann betroffen und der Flieger dauert dann etwas, bis er abgegeben werden kann an den neuen Eigentümer. Ich bin gespannt auf die neue Business Class, die da drin ist. Also insofern schauen wir mal. Ein anderes Thema, was ein Problem bei Boeing ist, war der Absturz der 737. Es war keine MAX, sondern es war eine NG von China Eastern. Das ist jetzt 30 Tage her. Da müssen nationale Unfalluntersuchungsbehörden einen Zwischenbericht abgeben. Also das heißt, es wird ein Bericht abgegeben, in dem gesagt wird, was man bis jetzt festgestellt hat. Aber dadurch, dass diese Orange-Black-Boxes so problematisch verformt sind, sind sie nach Washington gebracht worden, werden in Washington dann auch aufbereitet, aber man hat keine Daten. Das Einzige, was man halt in China verlauten hat lassen, ist, dass, obwohl es diese 45 Quadratmeter große Erdkuhle da gibt, wo das Flugzeug senkrecht reingegangen ist, dass man eigentlich nichts Genaues weiß. Das Einzige, was man halt weiß, ist, dass es keine Navigationsprobleme gab. Man hat immer noch halt das Rätsel, warum das Leitwerk
so viele Kilometer weg davon gefunden worden ist. Also insofern, vielleicht können die Flugrekorder ausgelesen werden, sowohl der Daten- als auch der Voice-Recorder, und können dieses Geheimnis dann eventuell lösen. Qatar Airways. Qatar Airways ist ja wie Emirates mit einem Vertrag behaftet. Bei Emirates war es halt so, dass Emirates zum Beispiel nur 4 Flughäfen in Deutschland anfliegen kann. Bei Qatar war es so, dass man nur 14 Flüge machen darf pro Woche. Und dann gab es jetzt das Problem, dass man in Europa sich geeinigt hat, oder was heißt geeinigt? Also es gibt ja diese komische CATA-Vereinbarung, und damit ist das Ganze aufgeweicht worden. Damit darf Qatar mehr Flüge bringen, und das machen sie jetzt auch. Und damit macht man jetzt in Frankfurt ab dem 1. Juli Gebrauch, und es gibt einen dritten Flug von Doha nach Frankfurt, und zwar mit einer 777 um 10.25 Uhr und um 17.25 Uhr verlässt sie dann wieder die Main-Metropole und erreicht dann Doha. Also sind zwei Flieger, Entschuldigung, korrekt, korrigiert. Also muss richtig schon ablesen, wenn ich das schreibe. Ab 1. Juli gibt es dann einen dritten technischen Flug, bestehend aus zwei 777, so ist es nämlich richtig, 300R und einem 787er-9er aus Doha. Also sind es dann drei Flieger. Ja, der Transitanteil bei Qatar Airways liegt sogar bei 86%. Das heißt also, nur 14% wollen wirklich nach Doha oder kommen aus Doha. Also insofern ist das eine hohe Umsteigequote. Aber man muss natürlich ganz einfach sagen, für Lufthansa ist das schon shitty, weil man hat 2017 hat man ja auch die Verbindung nach Doha gestrichen. Warum? Weil es sich nicht gelohnt hat. Und jetzt hat man natürlich wesentlich mehr Probleme. Asiengeschäft ist im Moment ja noch ein Problem. Also insofern gibt es da jetzt nicht wirklich so viel Verwerfungen, aber wenn man Indien und so weiter sich anguckt, kann schon ein Problem werden für die Lufthansa. Das letzte Thema, bevor wir die letzte Sonne hier auch verlieren, ist der Deal des Tages. Da gibt es einen Deal, passend natürlich, weil ich aus Los Angeles komme, habe ich euch einen Deal rausgesucht nach Los Angeles in der Business Class mit der Swiss von Barcelona aus. Und zwar ist der ohne Restriktion, ist ein offener Tarif, kostet, und das ist einfach ein guter Preis, knapp 1.600 Euro in der Business Class, Buchungsklasse P. Man kann halt fliegen am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder am Montag, Dienstag und Mittwoch, immer diesen Transatlantik-Sektor. Warum? Ganz einfach, man will halt damit die Nachfrage etwas erhöhen. Mein Flug heute aus Los Angeles mit der Finnair war in der Business Class vollgepumpt. Wir hatten sogar 10 Upgrades, und das waren alles bezahlte Upgrades. Das waren also keine Operational Upgrades. Economy war etwas leerer. Also mit der Business waren es zwei Plätze waren frei. So. Minimum Aufenthalt sind 6 Tage oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximaler Aufenthalt sind 12 Monate. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich wie immer, dass ihr 180 Tage vor Abflug buchen müsst. Ein Thema, was ihr auch beachten solltet, ist die Buchungsklasse P. Und die Buchungsklasse P bringt bei Lufthansa Miles and More, wenn man es in der Liste sich anguckt, bei Where to Credit, sage ich euch auch, 13.352 Meilen. Also insofern doch nicht schlecht. Bei der SAS gibt es eben solche Menge, aber denkt dran, ihr kriegt natürlich noch einen Executive-Bonus, wenn ihr den habt. Und 180 Tage vorher buchen, es klappt leider nicht mehr bis 30.06., aber vielleicht wird die Aktion von Lufthansa mit den 100% mehr Meilen verlängert. Ich weiß es nicht. Ja, bevor die Sonne uns wirklich verlässt, sage ich nochmal danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Heute aus dem Hafen mit den Vögeln, die im Hintergrund zwitschern. Also insofern die gemeine Möwe. Und denkt an abonnieren, Glocke an, kommentieren und ein Like da lassen. Also, danke, dass ihr da wart, und dann bis morgen wieder eine reguläre Sendung wieder aus dem Studio. Also, bis dann. Ciao.